Herzlich willkommen und ich wünsche allen einen wunderschönen Vollmond. Gestern stand der prall am Himmel und sah wirklich klasse aus. Musste ich lange reingucken, aber war auch immer schon mondsüchtig. Ich hoffe, es geht allen gut und dass alle mit den Energien ganz gut klargekommen sind, die uns heute erreicht haben, dass nicht zu viel körperliche Zipperlein gegeben hat. Ihr seht es schon, ich habe die Kugel auf den Tisch gestellt. Und wir gucken mal wieder in Ottos Gefühlsleben. Otto ist hier dein Gegenüber. Das ist in der Regel in meinem Kollektiv die Dualseele oder Zwillingsseele. Aber ja, manche fühlen sich in meinem Kollektiv auch zu Hause, weil ich, was die Liebe grundsätzlich angeht, hier und da schon mal einen anderen Blick auf die Dinge werfe. Und ich freue mich immer sehr, wenn du mir zum Ausgleich einen Kommentar schenkst oder ein Like oder ein kostenloses Abo dalässt. Aber jetzt konzentrieren wir uns jetzt mal hier auf diese Geschichte. Und alle, die das noch nicht gesehen haben, denen erkläre ich das kurz, damit ich mir nachher nicht irgendwelche merkwürdigen Kommentare durchlesen muss. Es ist nichts anderes als ein Channeling, was ich hier mache, nur indem ich mich hier mit der Kristallkugel in Verbindung setze, fällt mir das leichter. Das ist irgendwo der Energiefluss klarer für mich und aktiviert einfach mein drittes Auge auf eine leichtere Art und Weise. Ich muss mir ja auch nicht immer anstrengender machen als notwendig. Ich suche mir zur Inspiration ein paar Kärtchen, um herauszubekommen, worüber dein Gegenüber sich austauschen möchte. Und dann lass mal ihn mal reden. Das ist jetzt einiges. Macht aber nichts. Eben kurz gucken. Das dauert auch nicht lang. Ich nehme 3, 4 Decks mit und dann yippie-a-yo. Feuer ist aber heute auffällig oft gefallen in den Legungen, die ich gemacht habe. Feuer steht natürlich auch immer für Transformationsprozesse, aber eben auch für die Leidenschaft. Noch 3 Lennys und dann. Dieses Licht hier mache ich mal aus. Da hinten glimmt ja noch was. Ich hoffe, das reicht euch dann. Aber dann habe ich nichts, was meine Augen blendet. Kann ich mich einfach besser. Geht das? Müsste gehen, ne? Hey, my Sunshine. Na, wie geht's dir heute? Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin guter Dinge, habe auch ganz gute Laune und ich bin mit meiner Energie häufig bei dir. Ich hoffe, dass du das positiv, dass meine Energie positiv bei dir ankommt, denn ich will nur das Beste für dich. Wie immer muss ich fast jeden Tag an dich denken und ich kann dir einfach nur sagen, ich habe so ein Kribbeln im Bauch, solche Frühlingsgefühle. Wenn ich mir vorstelle, was wir beide alles miteinander anstellen könnten. Ich weiß, dass ich anfange, dich zu langweilen, weil immer wieder, wenn ich denke, jetzt komme ich auf einen grünen Zweig, sich wieder irgendein Problem zeigt, als würde ich diese Probleme magisch anziehen. Und du hast es schon mal in den Raum gestellt. Da hast du mich gefragt, bestimmst du eigentlich die Umstände deines Lebens oder bestimmen die Umstände dein Leben? Da habe ich viel drüber nachgedacht, ja, und ich glaube, dadurch, dass ich immer wieder und immer wieder mir so ein Worst-Case-Szenario male, tritt genau das ein.
Es ist manchmal wichtig, dass du mich daran erinnerst, denn ich habe mein Leben lang immer nur pessimistisch gedacht. Obwohl ich ein Mensch bin, der das Leben auch unheimlich gerne feiert, am allerliebsten mit dir. Meine größte Sorge ist, dass wenn wir uns nun wirklich zusammentun, ich dich durch meine Launen und auch meine Verstimmungen, die manchmal einfach an die Oberfläche kommen, immer wieder mit runterziehe. Und deshalb versuche ich die ganze Zeit, dich zu schützen. Allerdings bist du so präsent in meinem Leben, ja, dass es sich manchmal so anfühlt, als wäre schon fest mit dir zusammen. Was mir dann nicht gefällt, ist, dass ich dich nicht berühren kann. Ich möchte dich wissen lassen, ich bin für dich da. Und wenn du Sorgen hast, wenn dein Herz auch mal von irgendetwas belastet ist, dann zögere nicht, dich bei mir zu melden. Ich bin für dich da. Ich würde dir unglaublich gerne Gutes tun. So wie es eben jetzt in meiner Macht steht. Aber ich habe das Kleingedruckte in unserem Seelenvertrag gründlich studiert. Ich kann mir es dann erlauben, weltlich auf Dauer mit dir zusammenzukommen, wenn ich anfange, ein Glücksmagnet zu werden. Das ist der Grund, weshalb ich deinem Glück nicht im Wege stehen möchte. Ich muss noch optimieren und ich werde nicht schneller, nur weil du ungeduldig bist. Es tröstet dich vielleicht zu wissen, dass du das Liebste bist und das Wertvollste, was mir in meinem Leben je begegnet ist. Ich liebe dich, vergiss das nie. Und ich bin da für dich. Ja, und jetzt ist er eingeschlafen. Ja, bitteschön, das war's. Ja, guck mal, was du mit den Informationen für dich so anstellen kannst. Die Kugel setze ich für private Beratungen allerdings nicht ein, weil ich weiß ganz genau, in welche Richtung ich hier funke. Und das ist auch abgesprochen. Der merkt da auch nicht viel von, außer ein Kribbelmoment oder eine Gänsehaut. Aber so für Menschen, die ich nicht so gut kenne, mache ich das nicht, weil ich nie weiß, welche Energien mich da anhüpfen. Das passiert mir zwar bei den Kartenlegungen auch, nur da kann ich das leichter steuern. Das hier ist stärkere Geschichte für mich, energetisch an energetischer Arbeit. Und je nachdem, auf welchen Menschen ich da stoße, kann das schon mal eine Weile brauchen, um mich dann von den Energien wieder zu befreien. Und deshalb bleibt es dabei, die Kugel nie für private Einsätze. Wenn es aber irgendwo brennt oder du meine Unterstützung brauchst, dann kontaktiere mich gerne wegen eines Readings. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt bei dir für deine Zeit. Bleib mir gesund, lass es dir gut gehen und schreib mir gerne in die Kommentare, ob du deinen Otto hier wieder erkannt hast oder eher nicht. Bis dann.